Die Erde. Heimat einer der Gründerspezies der Vereinten Föderation der Planeten. In diesem Spiel unser Todfeind, den wir irgendwann auch befrieden werden. Aber soweit sind wir leider noch nicht. Herzlich willkommen zu Stellaris Star Trek. Ja, das ist die Erde, die Heimat der Menschen. Mit dem Mond, der aktuell und kolonisiert ist, ja, geschichtlich gesehen falsch, aber okay, jetzt nicht so schlimm. Das ist ein Agrarplanet, die Erde, das ist soweit okay. Hüttland von Rio de Janeiro, Ruinen von Shanghai, das kommt aus dem Dritten Weltkrieg. Das war irgendwie 10 Jahre vor Zefran Cochrane. Hier ist übrigens der Mars, der auch schon kolonisiert ist. Das finde ich übrigens sehr interessant. Das ist wiederum historisch korrekt. Also historisch ist so eine Sache zu sagen bei Star Trek. Es gibt übrigens hier auch tatsächlich zwei Planeten oder die Monde von Jupiter, Ganymed und Europa. Auch das ist soweit ganz gut, denn hier sind beim Star Trek, hier gibt es zum Beispiel Io sogar. Hier gibt es bei Star Trek ja tatsächlich sogar Kolonien drauf irgendwann auf Ganymed. Was ich glaube auf Ganymed war es, wo es eine große Kolonie gibt. Dann der Uranus mit Titania. Auch ein schöner kleiner Mond hier. Ich weiß gar nicht, ob das bei Stellaris so ist. Dann gibt es den Saturn. Ich weiß nicht, ob es hier ihr Peistos Titan gibt es hier auch. Ja, genau. Ich meine, auf Titan ist auch was von der Föderation. Die haben sich ja hier relativ stark breit gemacht. Und beim Neptun gibt es sogar auch einen Mond, den Triton. Genau. Das ist die aktuelle Situation, die wir hier vorfinden. Und das, ihr Lieben, ist das Universum, wie wir es beim letzten Mal vorgefunden haben. Die Borg sind übrigens hier oben relativ stark bei der Verbreitung. Und wir gehen nochmal zu einem Punkt, der mich nach wie vor interessiert, nämlich die Bürgerverwaltung. Mal ganz davon abgesehen, dass wir hier Gebäude aufrüsten können, was wir gerade bei dem Thema hier mal machen sollten. Ihr habt auch gesagt, beim Jem'Hadar-Trainingszentrum können nur Jem'Hadar arbeiten. Das ist so gesehen, macht das Sinn. Aber das steht hier nirgends. Das ist mein Problem. Ich gebe euch grundsätzlich drin, Jem'Hadar-Trainings-Area, da können auch erstmal nur Jem'Hadar arbeiten. Ja, macht von der Logik her macht Sinn. Oder ein Jem'Hadar-Rekrutierungsplatz. Hier steht es zum Beispiel. Hier müssen definitiv beim Rekrutierungsplatz Jem'Hadar-Älteste rein. Das heißt, da sind nur Jem'Hadar-Plätze. Bei der Klonanlage brauchen wir Klonexperten. Ich vermute mal, damit sind dann Worter gemeint. Ja? Das heißt, wir haben hier Jem'Hadar-Älteste. Wir können ja mal reingucken. Da müssten jetzt Jem'Hadar arbeiten. Das passt. Ärzte kann jeder drin arbeiten. Worter und Teplan. Klonexperten sind in dem Fall, glaube ich, Worter. Und dann wird es hier halt auch schon knapp mit Jobs. Ne? Also hier haben wir dann einfach mal nicht genügend Leute. Was ich allerdings hier immer wieder spannend finde, wir gehen mal auf... Wir machen das mal wieder zu. Es gibt hier die Konkurrenz. So, das heißt, hier steht nichts bei... zum Beispiel dem Konkurrentenjob von irgendeiner Spezialisierung. Das heißt, ich würde erwarten, dass dort jeder arbeiten kann. Und wir haben ja auch gesehen, die Teplaner sind hier oben auch zugange, bei hier oben als Arzt. Das heißt, ich würde erwarten, dass das durch einfache Umgruppierung hier jetzt möglich ist. Er gruppiert es aber nicht um. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann sein, dass ich dafür zu doof bin. Aber ich halte es hier tatsächlich auch durchaus für realistisch, dass das nicht ganz sauber funktioniert im Moment. Denn normalerweise sollte diese Mechanik hier sauber funktionieren. Das tut sie leider nicht. Okay, gut. Damit müssen wir jetzt leben, das ist so. Ja, da machen wir jetzt keinen großen Hermann draus. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Und ihr habt euch gewünscht, dass wir die Schlachten besser sehen. Das können wir natürlich gerne machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte auch eigentlich gar nicht weiter großartig erobern, aber muss es leider. Ihr seht, hier kommt eine Zerstörerflotte des Feindes, wobei ich mich echt frage, was die hier veranstalten wollen, ganz ehrlich.
Wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter hierhin und erobern hier weiter. Denn hier kommt eine Militärflotte. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Wir bleiben mal hier. Gucken, wo die fliegen dahin. Wir fliegen nach Etheridge, da oben hin. Und die sind unterwegs zur Reparatur und zum Aufrüsten. Das passt. Und die zweite Flotte hier ist ebenfalls unterwegs. Passt. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage, wie wir hier endlich mal zu einem irgendwie gearteten Kriegsstand kommen. Denn wir sind immer noch bei 86%. Oder beziehungsweise wir sind bei 85% und der Gegner bei 86. Und das ist wahrlich nicht gut. Die Binären haben die Grenzen geschlossen. Argumentkanate auch. Das war zu erwarten. So, er erobert hier weiter. Was, wo? Make it free. Ja, ist recht. Die Breen haben die Grenzen geschlossen. Auch zu erwarten. Ja, passt. Ich frage mich immer noch, wo jetzt gerade ein Spaceport under attack ist. Erstmal Zenketi. Ja, okay. So, da kommt anscheinend nichts. Dann fliegen wir mal nach Hause. Werden unsererseits da oben ein bisschen erkunden. Jetzt schließen sie alle. Talarianer, Tullianer, die Häuser von Betazet, Nibirianische Allianz, Cardassianer. Bei den Cardassianern bin ich ja jetzt fast ein bisschen traurig. Okay, hier können wir unsere Flotte erstmal verbessern. Wunderbar. Und wenn das abgeschlossen ist, das ist abgeschlossen, dann werden wir sie noch reparieren, beziehungsweise sollte eigentlich automatisch passieren. Oh, jetzt bin ich gespannt. 710 und 900. Das ist jetzt wichtig, dass er die Schlacht nicht verliert. Wir sollten hier... Oh, es wurde ein Frieden geschlossen. Ja, schön. Dann können wir uns tatsächlich hier ja endlich mal zurückziehen. Hat er uns irgendwas zugestanden an Sachen? Nee. Wow. Er hat hier doch ganz schön eingenommen, ne? Wahnsinn. Gaia, Holiday, Gree. Okay. Die Vidianer haben Frieden geschlossen. Schön. Das ist doch in unserem Interesse. Dann können wir unsere Flotte jetzt nach Desmond hier ziehen und reparieren. Und die Flotte werden wir jetzt aufrüsten. Und dann als nächstes uns hier hinten die Karema-Stiftung vornehmen, dass wir die ins Dominion mit integrieren. Schön, wunderbar. Sehr gut. Endlich haben wir den Frieden erreicht, den wir haben wollten. Das ist sehr gut. Dann können wir uns jetzt wieder... Complete. Na, entschuldigt bitte, das wollte ich nicht. Dann können wir uns jetzt wieder hier unten auf die Sachen konzentrieren. Ist ein Konstruktionsschiff. Ganz bitte dahin. Der Rest hat zu tun. Passt. Wunderbar. So, eine Transportflotte ist da. Die ziehen wir direkt nach Karema. Und die zweite Transportflotte ist hier im Bau. Die haben wir dummerweise verloren. Muss man sagen. So, jetzt gucken wir mal, wo die Konstruktionsschiffe sind. Eins ist hier. Oh, wir empfangen eine Übertragung der Bajoraner. Die existieren noch? Oh, da müssen wir doch glatt mal gucken. 2200 und die Bajoraner sind noch da. Die Binären sind hier. Ja. Alles klar. Läuft. Wo sind die denn? Hier unten. Ah, okay. Pacifica gehört normalerweise auch zur Föderation oder zumindest im Raumbereich der Föderation. Auf jeden Fall später. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo Pacifica vorkam. War das The Next Generation? Es müsste The Next Generation gewesen sein. Ein anderer ist ja hier in dem Bereich nicht lang geflogen. Ah, okay, da kommen also die ganzen Container her. Aus Castor. Okay, entschuldigt, der war sehr flach. Die Bajoraner sind da unten? An Reichweite von Cardassia. Bajor. Soll ein sehr schöner Planet tatsächlich sein. Wow, Forschung plus 13%.
Krass. Okay. Wie sind die denn von der Stärke her? Erbärmlich. Und die Cardassianer sind, ja, das, ja, sie sind überwältigend stark. Ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Ganz ehrlich. Wir sind nämlich auch, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt nicht hier unten weitermachen, dann kommen wir langsam ins Hintertreffen. Aber da müssen wir jetzt echt, dran arbeiten. So. Und ihr habt natürlich auch völlig zu Recht gesagt, wir müssen hier Planeten kolonisieren. Und das werden wir jetzt machen. Der nächste ist Bopak 1. Und wir haben die Karema. Die würde ich aber ungern nehmen. Und die Worta. Ah, die Karema, weiß ich nicht. Wollen wir die Karema echt nehmen? Gehen wir mal in die Spezies rein. Ja, ja gut, sie dürften es halt, ne? Und ich meine, die werden irgendwann eh zu uns gehören. Ja, den Dämonplaneten wollen wir nicht kolonisieren. Wir machen das. Bopak Prime lassen wir durch Karema kolonisieren. So, ansonsten haben wir hier hinten noch zwei Planeten. Ein Klasse-M-Planet, das ist gut. Hier können wir tatsächlich die Worte nehmen. Dann haben wir hier noch einen Planet, Klasse M. Einmal Water bitte. Und da unten haben wir auch noch einen Planet, Polar. Nee. Ach, wir haben tatsächlich nur den Polarplaneten und den Dämonplaneten. Da könnten wir die Teplaner hinschicken. Nee, das finde ich nicht gut. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Hier hatten wir noch einen zweiten Planet, das ist auch Polar. Dann da warten wir noch ein bisschen. Das gefällt mir nicht. So, dann sind wir da weitergekommen beim Kolonisieren. Rivalität. Karema ist nicht länger unser Rivale. Warum? Oh, dann halt nicht. So, holographisches Trainingszentrum. Das ist gut. Notfall-Warp-Spulen. Wow, Warp-Geschwindigkeit plus 50%, 40%. Polaron-Pylon. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel eine exklusive Technik des Dominion ist. Das finde ich aber ganz gut, denn die Polaron-Waffen sind ja eigentlich nur im Dominion zu finden. Das machen wir hier erstmal weiter. Es ist wichtig, dass wir die jetzt hier kolonisieren, die Sachen. Du bist unterwegs, perfekt. Du bist da am Bauen. Was machst du denn hier für eine komische Veranstaltung durch? Dann bau doch hier. Okay, das machst du bereits. Ja. Das machen wir mal schön stückchenweise, dass wir hier auch wirklich alles mitkriegen. Denn hier unten ist nämlich auch noch einer, obwohl wir dann erstmal hier weitergehen. Nee, passt. Construction complete. Sehr schön. The Crossing. Was bringt uns das? Na, wir werden die Frequenz mal aktivieren. Okay. Waffen abfeuern. Wir sind nicht freundlich, wir sind das Dominion. Okay, minus 50. Reduziert die Trefferpunkte, erlangt 50 Erfahrung. Ja, passt. So, was wir jetzt noch machen können, ist vor allen Dingen einmal in den Schiffsdesigner gehen und da mal gucken, wie es dort aktuell aussieht. Wir haben die Kudamark 2 Klasse und hier sind relativ starke Torpedos jetzt drin. Rumpfschaden. Ich finde eigentlich die Abstimmung hier ganz gut. Was haben wir hier? Die Trellium-Beschichtung. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann der sekundäre Navigationsdeflektor. Ja, passt auch noch. Ja, das wird ja alles automatisch geupdatet. Das passt. Die Borg haben Frieden mit den Turei geschlossen. Moment, was passiert denn hier? Die Krennim sind hier eingedrungen? Okay. Also, dass die Borg jetzt Frieden schließen mit den Turei, finde ich ja komisch. Ein humanoider Händler hat
sich einem der Handelsaußenposten des Dominion genähert und uns ein Artefakt angeboten, das angeblich die Zeit für eine bestimmte Zeitspanne krümmen kann. Woher das Artefakt stammt und wie es funktioniert, ist ein Rätsel. Was sollen wir tun? Ein Schnäppchen. Kaufen Sie es ihm sofort. Wir haben nicht genügend Latinum. Das können wir ja regeln. Das ist ja kein Problem. Latinum könnten wir uns ja holen. Kaufen Sie es, ein Relikt Zeitkristall. Ja, wir nehmen das, ganz klar. Wir nehmen uns das Zeitkristall. So. Aktivierter Effekt, das Ereignis Zeitkristallgerät tritt ein. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da machen können. Die Möglichkeit, die Zeit zu krümmen, wenn auch innerhalb eines Grenzfensters, bietet uns einzigartige Möglichkeit, Ziele zu erreichen, die sonst unmöglich wären. Wechselbalg. Berater haben zahlreiche Optionen für die Verwaltung des Geräts bereitgestellt, bei denen eine Zeitschleife äußerst effektiv sein könnte. Okay, sehr cool. Zerlegen Sie es vielleicht. Können wir etwas lernen? Nein! Immer noch nicht. Findet ein Verräter in unseren eigenen Reihen? Jawohl. Versucht seltene Experimente. Wir machen die seltenen Experimente. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was uns das bringt. Ach Gott, auch diese tolle Musik im Hintergrund. Ach, herrlich. So, hier sieht es jetzt überall gut aus, tatsächlich. Im Moment läuft es tatsächlich ganz gut. So, jetzt werden wir die erstmal auf die neueste Technik upgraden. Das Zeitkristallgerät hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, da es dem Wissenschaftler innerhalb vom Dominion erlaubt, gefährliche und anderweitig tödliche Experimente ohne Rücksicht auf Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Wow. Durch wiederholtes Testen flüchtiger Prozesse haben die Wissenschaftler auf bestimmten Gebieten einen Durchbruch erlangt. Sehr cool. 33% Wahrscheinlichkeit von ungefähr 750 Forschungspunkten auf allen Gebieten. Jetzt bin ich mal gespannt. Zweite Flotte wurde vollständig repariert. Wunderbar. So, wie sieht es hier oben aus? Ihr werdet noch verbessert. Gut, passt. Ich hoffe, das Gerät ist schnell genug. Das dritte Rakari-Reich hat den Karep... Oh, sehr schön. Ja, das gefällt mir doch. Und wir können gleich den ganzen restlichen Müll aufräumen. Ah, herrlich. Schön. Das ist doch super. Das ist echt mal eine sehr gute Nachricht. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Wir haben hier überall noch verfügbare Plätze frei. Das ist ganz gut. Construction complete. Und hier haben wir auch noch was frei. Die große Verbindung. Ja, Expand the Dominion Reach natürlich. Das kommt alles sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit unsere Flotten sind. Da hätten wir nämlich ansonsten erst wieder im halben Jahr Zeit für. Ah, ich weiß nicht. Wir haben ja hier relativ viele große Stationen. Ich finde, nach diesem großen Krieg sind wir noch nicht wieder bereit. Nee. Wir müssen... Nee, das... Wir versuchen, einen Anführer zu ersetzen. Wir nehmen... Die Romulaner. Ja, die Romulaner. Und dort können wir mal versuchen... Den Prätor. Nee, das bringt uns zu viel Einfluss. Einen Admiral. Das fände ich gut. Ein Admiral der Romulaner. Das wäre eine gute Sache, wenn wir das schaffen. So, die Assimilierungsrichtlinie. Und eine planetare Hauptstadt oder Zentrum für Boden an. Ja! Da können wir endlich Brisenitrat importieren. Yes! Endlich! Darauf habe ich gewartet. Das wird auf jeden Fall erforscht. Super. Super, super, super. Sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt werden wir uns wieder um unsere Planeten kümmern. Und die Schiffswerften. Das ist auch wieder offen. Einmal die Updates fahren, bitte. Und ich glaube, dass wir dann langsam Probleme bekommen könnten in... Quadrazin gar nicht. Aber wir haben auch Probleme bei Luxusgütern. Wir sollten uns
einen Slot offen lassen. Wir lassen den Balgar-Alarmöl offen für das Prisen-Nitrat. Und die anderen bauen wir hier weiter auf. Einmal die Updates bitte. Und dann müssten wir hier langsam gucken. Wir sind hier tatsächlich bei der Legierungsschmiede. Die Lithiuminkolonie, Industriekolonie. Mehr haben wir noch nicht, dann bleibt das erstmal dabei, wo es ist. Sind wir bei 56. Das finde ich ein bisschen wenig. Ich würde hier tatsächlich noch eine Legierungsschmiede bauen. Dann gucken wir mal nach Brax. Hier könnten wir auch updaten. Aber wahrscheinlich jetzt gerade nicht genügend. Doch, aber aus Gründen geht's nicht. Ne, wir müssen erst die Hauptstadt updaten. Das wiederum geht nicht, weil wir da noch nicht auf 20 sind. Okay, passt. Wie sieht's hier allgemein aus? Jobs nicht so gut, Dienstleistungen nicht so gut. Das Krankenhaus bringt eine Menge. Ja. Wir könnten Ketracel White produzieren, aber da haben wir hier unten noch was im Bau. Da würde ich tatsächlich erstmal warten. Wie sieht es ansonsten hier aus? Luxusgüter könnten wir mal angehen. Die müssten wir auch mal produzieren. Dann schauen wir mal, wo wir das machen können. Matronenreicherer Pergium können wir hier produzieren. Noch nirgends. Okay, das ist ja komisch. Produziert Wassereis, Duranium. Ich hätte schwören können, oder haben wir da schon was gebaut? Regionale Akademie. Nee. Handelszentrum braucht Latinum. Heroisches Wahrzeichen produziert Einigkeit. Materiefabrikat. Ich hätte echt mal gern gewusst, wo wir die Luxusgüter produzieren können. Proteinsequenzer. Sehr komisch. Ist das eventuell planetenabhängig? Wie sieht es denn bei den anderen aus? Duranium? Ja, Latinum könnten wir gebrauchen. Trellium ist auch eng. Haben wir auch nur plus 1. Ansonsten beim Rest sieht es gut aus. Hier können wir Pergium produzieren. Neutronenreicher brauchen wir nicht. Da haben wir genügend von. Wir könnten hier halt... Ja, wir könnten so ein Zivilindustrieunternehmen hier bauen. Ich würde tatsächlich sagen, das machen wir auch mal. Damit wir hier ein bisschen weiter hochkommen. Das Zeug können wir nämlich immer gut verkaufen, weil wir da ein bisschen mehr haben. Und... Hier können wir auch nochmal weitermachen. Hier würde ich jetzt tatsächlich im Verwaltungskomplex, wir haben die Klonanlage, aber wir können noch nicht so viel bauen. Super Collider, okay. Physikproduktion, wie sieht es denn aus mit Physik? Ja, könnten wir ein bisschen hochgehen. Ansonsten sieht es ja hier allgemein gut aus. Geothermiekraftwerk produziert 25 Energie, allerdings nur Berufsproduktion 6. Normales Kraftwerk Berufsproduktion, ah, dann finde ich das besser. Dann bauen wir hier mal ein normales Kraftwerk und werden ein paar Geschäftsviertel bauen. So, okay. Dann sind wir da auch weiter. Perfekt. Dann haben wir das, dann kümmern wir uns jetzt mal um unsere Schiffswerften. Hier sind nämlich Modulplätze frei. Einmal ein Flottenlogistikzentrum, bitte.
Hier ist nichts frei. Verfügbarer Komponentenplatz wäre wahrscheinlich hier im Verteidigungsbereich. Ne, lassen wir erstmal weg. Die will ich erstmal updaten. Farrington sollte hier unten noch was frei sein. Einmal Flottenlogistikzentrum bitte. Und dann können wir überlegen. Ja, so viel haben wir ja nicht. Ne? Waffenreichweite der Schiffe. Wo ist denn Farrington hier oben? Ich glaube, das ist doch auch relativ mächtig. Unterhalt angedockter Schiffe. Nehmen wir das hier. Das bringt uns doch ein bisschen mehr Geld. Desmond, können wir kein Flottenzentrum bauen. Ja, hier bleiben nur noch Quartiere übrig. Ansonsten können wir hier nichts weiter bauen. Founders Planet. Hier können wir auch kein Flottenzentrum bauen. Können wir quasi gar nichts bauen. Dann bleibt es dabei. Kartellos. Ja, hier können wir auch nichts bauen. Passt. Und Cornet ist schon alles voll. Wunderbar. Weiter geht's. Bin mal gespannt, wann unsere Reparaturen... Wir können es auch durchaus mal ein bisschen schneller machen. Unsere Reparaturen hier abgeschlossen sind. Okay, das ist alles noch im Bau. Ah, hier fehlt irgendwas, ne? Irgendwas fehlt. Ist die Frage, was? Trellium haben wir, Zeitkristalle. Latinum vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir waren erfolglos. Oh, das ist ja ärgerlich. Krennim und Kayson. Krennim hat den Kayson den Krieg erklärt. Ah, die Krennim sind hier echt eine ziemliche Bedrohung, muss ich sagen. Die sind auch relativ stark gewesen damals. In den Folgen. Das Alvira-System wurde erfolgreich. Was haben wir denn da? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob brauchen wir das mitten in dem Gebiet des Feindes? Ja, wir holen uns... Na, ich weiß nicht. Das ist eine strategisch unkluge Option, wie ich finde. Nee, wir nehmen das nicht. Wir können mal gucken, ob wir da hinkommen. Ah, das geht sogar. Ja, Mensch, dann machen wir das erstmal. Dann machen wir da mal weiter, da unten. Passt. Okay. So, hier läuft's. Mich wundert's, dass unsere Flotten hier nicht ver... Doch, jetzt werden sie verbessert, alles klar. Denn wir dürften hier noch die alten Torpedos haben. Und wenn ihr die neuen Schiffe seht, dann haben wir hier die neuen Torpedos der Klasse 3. Das bringt uns nochmal mehr Feuerkraft. Polaron-Pylon bringt uns ebenfalls mehr Feuerkraft. So, multitronischer Computer, wow. Taktischer Kommandotrupp ist auch nicht schlecht. Commercial Districts now increase migration by plus one. Ich würde tatsächlich, die ist aber gefährlich. Unter Verwendung der Quantenverschränkung, wir nehmen die. Müssen wir auch mal ein paar gefährliche Sachen machen. Im Leben. So, wie sieht's hier aus? Ah, das dauert noch eine ganze Weile, bis das hier alles fertig ist. Construction complete. Ja, sehr schön. Brisé-Nitrat, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, das machen wir auf jeden Fall noch. Hierhin bitte. Dann möchte ich hier bitte produziert 20 Brisé-Nitrat. Wow. Düngersammler. Ernsthaft? So viel? Berufsproduktion 6 produziert 20 Brisé-Nitrat. So ein Gebäude. Krass. Gucken wir, ob wir noch ein Gebäude haben davon. Hier unten produziert 3, Unterhalt 24. Jetzt frage ich mich, wo hier der Unterschied ist. Der produziert Brisé-Nitrat mit Nahrung. Und der produziert Brisé-Nitrat Unterhalt Energie. Dann bauen wir einen Düngersammler. Bauen wir hier hin. Perfekt. Sehr schön. Es wird, ihr Lieben, es wird... Und wir sind dabei, uns für den Krieg vorzubereiten gegen die Karemma. Das kommt in einem halben Jahr. Das machen wir nochmal fix. Verwaltungslimit.
Ist, glaube ich, bei uns hier gar nicht so interessant im Moment. Nee, das passt. Wir erweitern es trotzdem mal. Und die Andorianer von den Orianern. Sehr interessant. Es wird, ihr Lieben. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir uns hier um die Karemma kümmern können und sie ins Reich integrieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Stradinat. Ciao, ciao.